Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Ja, ein neuer Tag und nichts hat sich verändert. Ja, dramatischerweise hat sich allerdings am gestrigen Tag eine ganze Menge verändert. Nicht nur für uns, sondern für alle Koloniebewohner. Aber bevor ich das nochmal so zusammenfasse, teleportieren wir uns erstmal gleich ins Sumpflager. So, denn von hier aus starten wir unsere Reise. Ja, also wir sehen als erstes, unsere Rüstung hatte sich verändert und unsere Waffen, die wir angelegt haben. Gehen wir noch mal kurz gucken. Wir haben jetzt Donnerschlag, eine Zweihandwaffe für den Nahkampf und einen neuen Bogen. Den Wolfsfetzer, oder? Ja, den habe ich noch gar nicht angelegt. Den Hornbogen mit Schaden 68. Ja, es sieht schon ein bisschen fast schon kitschig groß aus. Aber ich glaube, das ist immer noch ziemlich re gut realistisch. Ja, jedenfalls sehr beeindruckend. Und damit frisch bewaffnet gehen wir jetzt auf unsere Mission. Ja, für den Donnerschlag musste ich auch nochmal 9 Stärkepunkte nachlernen, wie ich jetzt festgestellt habe in der Testaufnahme. Ja, ist halt nicht ganz so toll, aber selbst wenn wir Magie benutzen wollen, dann ist halt Magie auch eher eben für den Fernkampf gut und nicht für den Nahkampf. Ja, aber was ist sonst noch passiert? Ja, eine ganze Menge. Wir haben ja von Satoras den Auftrag bekommen, die Feuermagier auf unsere Seite zu ziehen, besser gesagt auf die Seite der Wassermagier, um sie eben in ihrem Vorhaben zu unterstützen, bei dem magischen Ritual die Energie des Erzhaufens zu lenken, um damit die Barriere zu sprengen. Doch kaum sind wir im alten Lager angekommen, wurden wir angegriffen und dann hat uns Milton erklärt, dass er der einzige überlebende Feuermagier ist. Und alle anderen sind von Gomez getötet worden. Denn Gomez ist derzeit nicht so richtig ansprechbar. Und zwar ist die alte Mine eingestürzt und demzufolge ja, ist quasi Gomez von seiner einzigen Einnahmequelle abgeschieden. Er hat sich allerdings sehr schnell auch eine neue Einnahmequelle besorgt. Ein Vorhaben, gegen das die Wassermagier, die Feuermagier sich gestellt hatten und weshalb sie schließlich sterben mussten. Ja, und zwar ist die freie Mine, die Mine des neuen Lagers, nun unter der Kontrolle der Gardisten des alten Lagers. Ja, zumindest hatten sie wohl schon mit ihrem Überfall Erfolg, haben wir gehört. Und ja, jetzt gibt es einen Trupp, der dort in der Mine, in der Nähe der Mine, darauf wartet, auf eine Gelegenheit für einen Gegenschlag. Aber das wird wohl so noch ein bisschen auf sich warten lassen. Und in der Zwischenzeit haben wir einen neuen Auftrag bekommen. Quasi die letzte Hoffnung der gesamten Kolonie und des Vorhabens der Wassermagier, der gesamten Jahre an Arbeit, die sie da rein investiert haben. Wir müssen den 13. Magier finden, Xardas, den ehemaligen Anführer der Feuermagier. Und ja, der lebt halt, wie wir wissen, in einem Turm im Urgebiet. Und wenn wir jetzt mal auf die Karte gucken. Genau, hier haben wir die Karten. Dann ist ja da das Orkgebiet nicht eingezeichnet, aber wir laufen ja irgendwie so ein bisschen so halb darauf zu. Und ja, es gibt verschiedene Wege zu Xardas. Und ich bevorzuge immer diesen einen Weg, der meiner Meinung nach eigentlich mit am schnellsten und unkompliziertesten ist. Und ja, denn wir hätten auch die Möglichkeit, rein theoretisch durch die von Gardisten bewachten Tore zu gehen.
um ins Orkgebiet zu kommen. Aber das ist vielleicht in Anbetracht der derzeitigen Situation, dass eben die Gardisten gerade jeden angreifen, der sich ihnen in den Weg stellt, auch nicht die beste Option. Und deswegen wählen wir mal eine kleine Abkürzung. Ja, es würde mich eigentlich mal sehr interessieren, wie das andere Spieler machen, die Gothic spielen, wie die ihren Weg zu Xardas normalerweise finden. Also wie gesagt, das ist jetzt hier immer mein Standardweg und ich mache das ja sehr oft so, dass ich halt, wenn ich Rollenspiele nochmal spiele, einfach alles genauso mache wie beim letzten Mal aus Nostalgiegründen. Und ich meine, gut, ich habe mich diesmal fürs Sumpflager entschieden. Das habe ich die letzten paar Male nicht gemacht. Ach ja, wo wir gerade hier sind. Ja, die vier Freunde Diego, Milton, Lester und Gorn sollen nochmal zu einem Treffen zusammenkommen. Also zumindest hat die Diego uns den Auftrag erteilt, dass wir doch den anderen Bescheid sagen sollen. Milton weiß natürlich schon Bescheid, denn der wartet wie Diego an einem der Tore des alten Lagers. Ja, Gorn haben wir im neuen Lager getroffen, der weiß auch schon Bescheid. Der Einzige, der noch fehlt, ist Lester. Und den haben wir ja hier zurückgelassen in der Bergfestung. Und dann können wir das jetzt hier gleich mal nutzen und ihm Bescheid sagen. Hoffentlich gibt es jetzt hier nicht neue Viecher, aber ich glaube nicht. Es wäre eine perfekte Gelegenheit, um mal unseren neuen Bogen auszutesten. Aber hier scheint es nichts weiter zu geben. Gott sei Dank. Ja, ich meine, gut, mit Harpien dürften wir ziemlich gut fertig werden inzwischen. Und selbst Skelette haben wir gesehen, sind doch nicht so bedrohlich, wie ich das in Erinnerung hatte. Aber immer noch eine harte Nuss. Ja, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, speichern wir mal lieber, bevor ich wieder die Leiter runterfalle. Denn ich glaube nämlich, dass der Lester hier eine Etage oben drüber war. Und hoffentlich auch nur eine und nicht zwei. Denn hier gab es, glaube ich, zwei Etagen. Oh, Gott sei Dank. Ja. Ach, er ist nicht hier. Hier hatten wir ihn, glaube ich, zurückgelassen. Er ist, glaube ich, in einer der Bibliotheksräume. Kann das sein? Naja, hier gibt es zwar Bücherregale, aber eine richtige Bibliothek sieht anders aus. Und das hier ist auch keine. Ja, entweder ist er doch unten oder noch eine oben drüber. Ich glaube ja fast, er ist doch unten. Gehen wir mal wieder runter. Obwohl, dann könnte ich auch einfach neu laden. Dann müsste ich nicht wieder runtersteigen. Dann kann ich jetzt auch von hier aus einfach nach oben. Keine Sprosse mehr. Ja, das habe ich mir gedacht. Oh, wir verlieren gar keine Lebensenergie. So, das heißt, der Gute muss jetzt da oben mal einen kleinen, holprigen Sprung machen. Nein, 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 nein. Nein. Ja, danke. Oh, und es ging noch eine nach oben. Aber das ist nicht mehr das Innere der Bergfestung. Das heißt, wir können neu laden. Das finde ich gut. So, Lester, mein Freund, wo wirst du dann wohl stecken? Versuchen wir hier mal unser Glück. Ob er nicht doch wieder zum Sumpflager zurückgekehrt ist? Nee, ist er eigentlich nicht, soweit ich weiß.
Ah, genau, da bist du. Ja gut, den Fokus haben wir längst erreicht, das hat sich längst erledigt. Wie sieht's aus? Hey, was machst du denn hier? Die alte Mine wurde nach einem Wassereinbruch verschüttet. Und? Die Feuermagier sind alle tot. Gomez hat sie ermorden lassen. Das wieder hinzubiegen wird nicht einfach. Ich habe Diego und Milton vor dem alten Lager getroffen. Sie wollen sich mit dir treffen an eurem üblichen Treffpunkt. Bruder, aber auch Zeit! Wie geht es nun weiter? Ich werde noch etwas bleiben, um die alten Bücher zu studieren. Ich verstehe nicht. Meister Iberion sagte immer, der Schüler versucht die Dinge mit Händen und Füßen zu bewegen. Der Meister bewegt die Dinge mit der Kraft seiner Gedanken. Schon gut, ich hab's verstanden. Also pass auf dich auf. Ich danke dir. Ich werde mich jetzt wieder auf den Weg machen. Der Schläfer möge dich behüten. Der wird bestimmt irgendeine Teleportationsspruchrolle zu dem Treffpunkt haben oder so. Irgendwas. Ja, aber schön, wie er so voller Tatendrang ist und dann, ich werde noch hier bleiben, um die alten Bücher zu studieren. Ja, ich meine, gut, Diego, Gon und Milton sind momentan ja auch noch ein bisschen beschäftigt, deswegen passt es schon. Diego und Milton wollen noch weiter vom Lager quasi Schmiere stehen, also um andere Reisende zu warnen. Und Gon ist eben für den Wachposten in der Nähe der Mine abgestellt worden. Das heißt, der wird da momentan eigentlich auch ziemlich gut gebraucht und deswegen kann sich Lester auch ruhig noch ein bisschen Zeit lassen. Ja, damit haben wir doch jetzt, soweit ich weiß, wieder die Aufträge hier alle abgehakt, bis auf einen Xardas, der Dämonenbeschwörer. Gescheiterte Missionen, nur die Aufnahmen in den anderen Lagern, das sieht doch schön aus. Ein solches Questlog finden wir doch alle gut. Okay. Ja, wir können uns eben erinnern, dass wir hier waren. Wir haben hier ein paar Bluthunde auch erledigt. Eine für uns damals neue Monstergruppe. Und dann habe ich ja hier am Rande der Hängebrücke gestanden und gemeint, da möchte ich noch nicht rüber. Und wir können uns das gleich auch nochmal angucken, warum. Obwohl. Vielleicht ist dann jetzt schon wieder was getriggert, aber ich denke eigentlich nicht. Gehen wir mal vorsichtig näher ran. Ja, genau, ein großer, böser Ork. Nicht nur irgendein Ork, sondern gewiss ein Ork-Krieger, oder? Na, was ist denn los? Nee, ein Orkjäger. Den könnten wir sogar. Was soll denn das? Danke. Der hat wie immer nichts bei sich. Nun ja. Okay. Ja, jetzt könnten wir dann noch weitergehen und dann könnten wir quasi einen offiziellen Weg ins Orkgebiet finden. Also, wenn ihr das vorhin auf der Karte gesehen habt, hinter dieser Ruine schlängelt sich ein Weg ins Tal, der dann quasi einen der anderen Wege, wo einer der Gardisten davor Wache stand, trifft. Und somit kommen wir auf offiziellen Weg quasi ins Orkgebiet rein. Aber wie gesagt, ich nehme immer eine Abkürzung, eine inoffizielle Abkürzung. Und das da, das sieht schon sehr interessant aus. Ja, und diese Abkürzung,
Speichern wir erstmal vorher nochmal. Die sieht so aus. Nicht wieder abtauchen, mein Freund. Ja, jetzt könnten wir hier quasi uns wieder nach unten treiben lassen, aber ich glaube, dass... Ja doch, ich glaube, dann kommen wir... Ja doch, dann kommen wir bei den schwarzen Goblins raus. Das ist natürlich nicht so prickelnd. Weil da, von da aus kommen wir auch nicht wieder zurück, glaube ich. Kommen wir nicht wieder an Land. Obwohl doch, das hatte ich ja ausprobiert. Man kommt ja wieder an Land. Okay, also man könnte wieder zurück. Ansonsten, Also, der Turm ist es schon mal nicht, in dem Xalas lebt. Obwohl der schon irgendwie so aussieht, wie man sich das vorstellt. So ein Turm von so einem Dämonenbeschwörer. Aber das ist halt nur noch eine Ruine. Ja, da hinten ist die Bergfestung und die Brücke, auf der der Steingolem stand. Wenn wir mal noch so gucken, was es hier noch so gibt. Ja, wenn man die Maus in die richtige Stelle bringt, dann kann man hier so ein bisschen unter die Wasseroberfläche schielen. Ja gut, ich kann mir das auch eigentlich sparen. Also solche Wasserfälle sind in Gothic 2 und in Gothic 3 immer sehr interessant, weil die Entwickler dann dahinter gerne auch mal was versteckt haben. Aber hier in Gothic 1 ist das eigentlich noch nicht so wirklich der Fall. Das heißt, wir können jetzt auch eigentlich mal versuchen, hier an Land zu gehen. Na, gehen wir mal hier gleich an Land. Ja, wenn es denn geht. Ja, ich konnte mir jetzt nicht mehr anders helfen. Er saß da halt irgendwie fest. So. Wieder der geschickteste Sprung, der seinesgleichen sucht hier. Da hinten haben wir einen weiteren Turm. Ja, und dort ist quasi der Weg, also dort, wo dieser Holzzaun an dem Felsen zu sehen ist. Der Weg, der von der anderen Seite der Ruine ins Tal führt. Und diesen Weg können wir jetzt hier so indirekt quasi treffen. Aber Moment mal, war hier nicht noch irgendwo? Ich hatte eigentlich in Erinnerung, dass hier noch Lurker sind. Aber offensichtlich nicht. Vielleicht an anderer Stelle. Ja, und das ist auch ein Turm. Und der sieht sehr vielversprechend aus. Vor allen Dingen mit dieser düsteren Wolkenwand, die da so oben drüber hängt. Ja, ich weiß, die ist natürlich jetzt hier rundum zu sehen, aber ist, wie ich finde, ein sehr schönes Bild für den Turm eines Dämonenbeschwörers. Versuchen wir doch einfach mal dort unser Glück. Ist nur die Frage, was ist der schnellste Weg? Die möchte ich allerdings von hier oben nur sehr ungern aufschrecken.
Sonst finden die über Umwege irgendwie ihren Weg hier hoch und fallen uns dann von hinten an. Da habe ich nicht so viel Lust drauf. Ich wollte schon sagen, alles total monsterleer hier, aber zumindest gibt es Beißer. Ja, dann können wir sie jetzt von hier erledigen. Das ist mir schon ein bisschen lieber. Na komm schon. Na, das war wieder so klar. In dem Moment, wo ich innehalte. Perfekt. Genau in dem Moment, wo er uns angreifen wollte.